Na, jetzt hat es ein bisschen geleckt. 60 Minuten, das bedeutet, es wurde gerade eine Folge abgespeichert. Ich könnte jetzt eigentlich sagen, so, da sind wir wieder. Allerdings ist dieser Moment jetzt ja auch schon vorbei. Deshalb keine Begrüßung. So. Den lege ich jetzt, nachdem ich den Zombie hier kaputt gemacht habe. Hat er gerade tatsächlich eine Möhre gedroppt? So lange mussten wir darauf warten. Toll, jetzt kann ich nicht mal so ein Schniefgeräusch nachmachen mit der Zoom-Nase. Muss halt erstmal mein Headset, habe ich ja zweimal neu eingestellt, weil irgendwie klang meine Stimme so komisch, dann ist mir eingefallen, mein Gott, du hast die Nase verstopft. Daran liegt es. So, Wolle haben wir jetzt. Zunächst einmal zwei Betten. So. Hier kommt dann das Schlafzimmer nämlich rein. Ein Bett hier. Das sind übrigens die typischen Nisa-Betten, die ich hier drin habe. So, hier kommt so ein kleiner. Hier nicht. In der Mitte, zwischen den. Oh, lass mich. Ich bin immer wieder froh, dass wir den Creeper-Nerf drin haben. Habe ich da schon erwähnt, wie froh ich darüber bin? Och, ich bin so froh. So. Hier zwei. Sieht doof aus. Dann lieber Kisten. Wusch. So. Obwohl. So. So. Hier sollte eh ein Lagerraum raus werden. Das heißt, die können wir hier auch stapeln. So, das Glas. Nehmen wir erstmal den angefangenen Stack hier. Den können wir jetzt zu Glasscheiben verarbeiten. So, dann sind wir hier drin auch endlich sicher. Ich überlege noch, da einen Holzrahmen reinzumachen, statt dem typischen Mieser-Steinrahmen. Weil das würde einfach zum doch sehr altbackenen oder altmodischeren Texture Pack passen. Vor allem auch zum Item-Bild. Das muss ich auch noch austauschen. Schreibe ich mir auch mal auf. Glas. Aber nur auf diese Art und Weise kann man dann wirklich auch die Fehler im Texture Pack herausfinden, indem man es einfach dann benutzt. Ausprobiert. So, schnell. Ach, schnell. Hier mal die Zäune drum machen. Nummer 1. Und Nummer 2. Meine Erfahrung. Na, die müssen wir gleich aufheben. So, damit ist das Häuschen auch schon fast fertig. Fast fertig im Sinne von hier und da könnten noch ein paar Kleinigkeiten rein. Zum Beispiel könnte ich hier noch Öfen reinstellen. Hier kommt noch so ein Ding drauf. Hier passt es sogar hin. So, schnell mitnehmen. Rein hier. Denn in der Ecke könnte man auch noch eine Kiste reinstellen. Sieht jetzt ein bisschen blöd im Inventar aus. So, aber lasst uns erstmal jetzt 8. So, das müsste stimmen. Halt gen. Na, ein zu wenig. So, jetzt aber noch ein paar hübsche Bilder. Statt das Bild setze ich dann natürlich jetzt. Hä? Hä? Hm?
Ich weiß, das ist noch eine Beta-Version, das ist die Pre 1.5 und da hängen sie jetzt alle übereinander. So, aber das sieht doch gut aus. Atlantis. Das Bild könnte sogar drinnen bleiben, das kann ich mir vorstellen. So, dort ein hin. Ja, das wird dann wohl nicht am Texture Pack liegen, sondern daran, dass das halt noch Pre ist und ein im Schlafzimmer. So. So, jetzt haben wir den Raum hier ausgestaltet. Zumindest ein bisschen fehlt eigentlich nur noch der Raum dort oben. Das ist ja quasi der Dachboden. Da könnten wir vielleicht hier noch so eine kleine gemütliche Ecke reinmachen zum Sitzen. So. Habe ich so überlegt, dann machen wir erstmal die hier, machen wir massiv diesmal absichtlich. So, dann hier noch einen hin, da noch einen hin. Da können dann die Fackeln draufstehen. Dafür kommt die weg. Und das hier, ja, haben wir noch irgendwas, was wir hier hinstellen können. Stellen wir da die Werkbank in die Ecke. So, das reicht dann auch erstmal. Jetzt gucken wir uns unser Häuschen mal von außen an. Ja, ich weiß, inzwischen ist hier keine Tür mehr. Ja, sieht nicht gerade nach brillanter Architektur aus, aber es ist doch ein solides Bauwerk geworden. Ich denke, damit können wir dann erstmal zurechtkommen. Puh. So, und jetzt wollten wir noch eine Runde Spitzhacken gehen, um dann nächste Mal so ein bisschen weiterbauen zu können. Dann nächste Mal sind dann die zwei Bugs, die wir jetzt gefunden haben im Texture Pack, auch verschwunden. Ob wenn ich da jetzt eine neue Melone hinsetze, der Fehler wieder weg ist? Doch mal ausprobieren. Das interessiert mich jetzt so ein bisschen. Ich finde das so beschissen, dass man Melonen nicht auch mit der Axt abbauen kann. So, das reicht. Gehen wir mal rein. Dahin. Wusch. Eine Melone. Was ist denn jetzt unserem Pilzkeller geworden? Gibt's den noch? Natürlich gibt's den noch. Ach stimmt, wir waren ja. Ah, oh, wir waren ja hier noch am Buddeln. Genau, ich erinnere mich dran. Ah, das hatte ich doch ganz vergessen fast schon. Naja. Ah, ein Superpilz. Die sind auch sehr selten. Also ist der erste, den ich jetzt sehe und ich habe eigentlich einen sehr großen Pilzkeller im normalen Spiel. Sogar mit Mycelium oder wie das Ding da heißt. So. So. Hier setzen wir. Ah. Ich wusste doch schon immer, es ist platzabhängig. Mit den random Texturen, wie sie aussehen. So, stimmt. Wir waren hier unten am Buddeln. Genau hier drunter. Da hatten wir doch den Gang angefertigt. Der dann später. Nee, nee, Werkzeuge kommen woanders hin. Futter kommt auch woanders hin. Das sollte heute noch reichen. Also sollten wir wahrscheinlich dort erstmal wirklich weitermachen, dass wir da fertig werden. Ich weiß auch nicht, wieso haben wir da letzte Mal noch aufgehört? Da war was. Da war wirklich was. Hatten wir klein. War das der Cleanstone-Mangel? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder hatten wir einfach keinen Bock mehr? Oder. Bisschen Glas drin. Cleanstone können wir dann gleich mitnehmen. Dann können wir hier vorne mal das hier reintun. So, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall einige Spitzhacken und einige Schaufeln. Ja, das eine Glas hier, das lege ich mal hier unten hin, also als Zeichen dafür, dass das noch weggeräumt werden muss.
Eisenhacke. Schaufel. Hacke. Hacke. Eine zweite Schaufel wäre nicht schlecht. So, machen wir mal. Also Verschwendung ist es ja eh nicht. Brauchen tun wir es ja eh irgendwann. So. Dann machen wir doch das erstmal fertig, bevor wir dann in den Untergrund gehen. Schnief. Sehe ich ihn schon wieder nicht. Jetzt muss ich richtig schon Schnief sagen, anstatt zu schniefen, denn das geht momentan halt nicht. So, das kann man stapeln. Dann kann man das dorthin. Und dann schauen wir doch mal, wie es dort aussieht. Ein paar Fackeln vielleicht noch? Nee, keine Fackeln mehr. Kann das sein, dass wir keine Fackeln mehr hatten? Hier fehlten die Wände. Und hier wollten wir den Boden. Ja, ich glaube, wir machen erstmal jetzt den Boden hier. Die Decke hier, bevor wir dort die Wände machen. So. Ach ja, hier. Dann lass doch mal wenigstens ein Stack dazu machen. Hier noch zumindest schon mal die Dinger nämlich dranhängen. So. Und so. Die Decke hier, die ist wunderbar überall schon fertig. Hier. Aber darum kümmere ich mich dann, wenn wir den kompletten Stein entsorgt haben, verbaut haben. So. Jetzt haben wir noch vier über. Das reicht hier genau, um das hier fertig zu kriegen. Jetzt nehmen wir das halbe Stack wieder rein. Zack. So, jetzt aber mal weiterbauen hier. Viel mache ich jetzt nicht mehr, aber wir schauen mal, dass wir hier. Das habe ich total vergessen eigentlich. Vielleicht wollte mein Gehirn das einfach nicht speichern. So. Das heißt jetzt graben. Breiter und versuchen möglichst Boden und Decke heile zu lassen, was hier wahrscheinlich schon nicht mehr geht. Kohle. Ja, aber die könnten wir jetzt eh nicht drin lassen, das sieht genauso beschissen aus. Von daher können wir es auch gleich mitnehmen. Vielleicht kommen wir ja noch auf Level 30. Richtig schlimm wäre es jetzt, wenn so jetzt so eine richtig große Schlucht oder so ein richtig, eine richtig dicke Höhle vor uns läge. Da war ich ein bisschen langsam. Oder ein bisschen schnell, eher so rum. Oder vielmehr, es hat einfach zu langsam abgebaut. Das kommt davon, wenn man wirklich nur noch Diamant gewöhnt ist. Das dauert so 5, 6 Reihen, dann habe ich das auch schon wieder drin, den richtigen Rhythmus. Schön wäre es jetzt, wenn wir eine Minimap hätten, dann könnten wir gleich abgleichen, wo wir sind. Ist leider nicht, von daher müssen wir so ein bisschen raten. Aber ich glaube, wir waren irgendwo Mitte Wüste. Aber da wir den Cobblestone ja eh brauchen, schadet es ja nichts. Hier einfach alles runter abzuernten.